So, und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Emergency. Emergency? Zu Starfield. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir wollten doch diese Probe jetzt diesem anderen. Ich hab gar keinen Bock auf die scheiß Hauptmission. Das ist doch keine Hauptmission. Nicht? Nee. Achso. Okay, wir haben gerade einen Helm eingesammelt. Ist der kaputt, oder? Ja. Don't use. Sieht man jetzt den Streifen in der Ego? Ja. Ich breche ab. Geil. Ich habe gehört, du bist so krass, schnell Alter. Unterwegs, dass du einen sogar Planeten was draufstehst. Ja. Umrunden und dir selbst auf die Schulter klopfen Isu. Kannst. Das ist ja zu krass. Sehen. Ja, geil. Isut not. Tut er denn jetzt auch nicht? Er tut. Schade. Das ist ja bescheuert. Ja. Geil. So, wo müssen wir denn jetzt hinfliegen? Ah, ist nicht dieses andere System sogar, glaube ich? Ah, ich darf sogar gleich, ich muss nicht erst in den Zwischenraum. Hm. Ja, das kriegen wir nicht hin. Ja, das mache ich auch nicht. Das kriegen wir schon hin, aber meine ich. Ah, nebendran. Ryzen. Okay. Phobos ist ein Mond von Mars. Okay. Auf dieses Schiff müssen wir. So wie es aussieht. Da landen wir da drauf. Ach so, wir sind ja nicht bei Moon of the Sky. Stimmt. Zeig mal her. Bin ich. Hä? Dann können wir vielleicht doch drauf landen. Das wäre ja. Was macht denn das Ding? Wo ist denn da oben? Das sieht nach unten aus. Ja, oder? Flieg mal. Da oben ist ein Cockpit, das sieht nach oben aus. Also Hangareingänge sind bei Star Wars immer seitlich. Wohl auch so sein. Hier ist ein Scheiß. Hä? Wo müssen wir rein? Du? Also nach mehreren Stunden Suche. What the fuck? What? Ist gerade einfach einer angekommen. Gibt's hier nichts. Also wir kommen nicht auf das Schiff. Nee, gibt keinen Landeplatz. Das ist echt strange. Was ist da unten? Das ist oben. Ach, das ist oben. Ja, stimmt. Du hast noch einen Kopf. Ja, ich bin ja gerade runtergeflogen. Ja, ist doch okay. Cool, macht da richtig Sinn. Ich kann's anwählen mit E und dann steht irgendwo außerhalb des Bildschirms, dass man andocken. Oh, ey. What the fuck, ey, Alter? Ist das umständlich gemacht? Mach's doch noch ein bisschen beschissener, Alter. Ja, lass uns doch einfach dahin fliegen und fertig, Mann. Ach, nee, ey. Was soll denn das? Wir sind angedockt. Wahnsinn. Die Crew dieses Schiffes wird begeistert sein, dich zu sehen. Ja, bin ich mir sicher. Wow. Ich bin ja auch sehr toll. Ja. Mit meinem Helm, wo man nichts durchsieht. Einsteigen. Okay, alles klar. Wir sind drin. Sehr gut. Hallo, Sir. Willkommen an Bord der UC Vigilance. Noch irgendwelche Hallo. Fragen, bevor ich dich zum Commander bringe? Ja, das ging ja schnell. Hm. Muss ich noch irgendwas wissen, bevor ich Commander Ikande treffe? Ja, hör ihm zu. Und zwar genau. Der Commander erwartet, dass er seine Befehle nur einmal geben muss. Er hasst es, sich zu wiederholen. Okay. Dann frage ich und ihn nochmal. Und sonst, halt dich einfach an die Regeln des militärischen Umgangs. Dann bleibt dir ein Einsatz beim Putztrupp des Schiffs erspart. Ja,
Dankeschön. Verstanden. Wenn du mir bitte folgen würdest. Okay, let's go. Du bist also der Vanguard, der den Terrormorph auf Tau Ceti ausgeschaltet hat? Ja, das ist korrekt. Genau. Du hast hier ganz schön für Furore gesorgt. Oben reden wie er schneller davon. Läuft als ich, wenn ich langsam... Scheiße. Das muss ein Wahnsinnskampf gewesen sein. Ich bin voll entspannt. Find's fast schade, dass ich nicht dabei war. Ja, doof, ne? Sowas erleben wir auf der Vigilance normalerweise nicht. Ja. Klar. Aber wir haben auch unsere Momente. Okay. Habt ihr auch Terrormorphs hier aufgeschrieben? Okay, Vanguard. Fahr mit dem Lift hoch zu Ops. Commander Ikande müsste schon auf dich warten. Viel Glück. Klar, wenn du sagst, so Momente haben wir nicht, dann haben die hier bestimmt auch Terrormorphs, ja? Mhm. Steht noch einer? Verzeihung. Ja, passt ja. Schon. Oh, krasse Tür. Ja? Hallo. Da hinten ist der Commander. Hallo, Commander. Können wir bitte bei der Sache bleiben? Noch gar nichts gesagt, Mann. Hat mein Ball flach. Mach doch deinen Scheiß alleine, Basse. Was? Ah, da bist du ja. Commander Kipwe Ikande, US SysDev. Schön, dich an Bord zu haben. Ja. Ich dachte schon, du bereust es, dass du Commander Tualas Angebot angenommen hast. Nee. Er hat ganz offensichtlich die richtige Wahl getroffen. Okay, nachdem du jetzt Teil des Teams bist, zeige ich dir dein neues Zuhause. Das ist das Operationszentrum der UC Vigilance. Das Schiff ist das Nervenzentrum des SysDev für die Zerstörung der Crimson Fleet. Tolles Schiff, aber wozu braucht ihr mich eigentlich? Ob das Schiff nun beeindruckend ist oder nicht, du bist das Schlüsselelement, das uns bisher gefehlt hat. Ah ja. Wir brauchen Augen und Ohren in der Crimson Fleet. Jemanden, der uns mit Informationen versorgt und ihre Schwachstellen identifiziert. Der Haken ist, du kannst nicht einfach bei ihnen anklopfen und dir ein Bewerbungsformular geben lassen. Um reinzukommen, braucht es Raffinesse. Wir könnten ja... die Piraten unterwandern und so tun, als wären wir eine von denen. Mhm. Den habe ich. Unsere Aufklärung hat einen möglichen Weg in die Crimson Fleet gefunden. Mhm. Durch Sersha Bowden, eine ihrer Kontaktpersonen. So, die arbeitet für die Handelsaufsicht in Cydonia. Wir haben einen Container Aurora auf dein Schiff geladen, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Mhm. Ganz genau. Du musst also überzeugend auftreten. Sobald du dich in die Crimson Fleet geblufft hast, beginnen wir damit, Beweise zu sammeln. Da kommt meine rechte Hand Lieutenant Jillian Toft ins Spiel. Sie erklärt dir alles, was du wissen musst. Okay. Das ist der beste Plan, ist aber ein Problem. Tja, du musst es wohl einfach riskieren. Und ich erwarte, dass du meine Befehle exakt befolgst. Exakt, verstanden? Okay. Denk daran, die ganze Operation hängt davon ab, dass du es schaffst, die Crimson Fleet zu infiltrieren und uns genügend Beweise zu liefern. Ja. Dann findest du besser schnell eine Lösung. Du bist nämlich auf dich gestellt. Ich kann auch einfach wieder nach Hause gehen, Wichser. Ich habe dein Profil studiert. Du schaffst das. Ich riskiere nicht aus meinem Bauchgefühl oder deiner Hoffnung heraus ein Leben. Setz dein Urteilsvermögen ein, vertrau deinen Instinkten und sei vorsichtig. Mhm, okay. Mir egal. Hauptsache, du machst es. Pass auf, bevor du anfängst, muss eines absolut klar sein. Das wäre? Als Undercover-Agent der UC SysDev musst du dich an unseren Verhaltens- und Ethikkodex. Wenn du zu weit vom Weg abkommst, ist die Chance hoch, dass du außer Kontrolle gerätst. Mhm. Ich will keine Versprechen. Ich will nur wissen, was du denkst. Aber jetzt wird es Zeit, dich an Lieutenant Toff zu übergeben. Sie erklärt dir, wie die Beweisbeschaffung während der Operation ablaufen soll. Also los mit dir und viel Glück. Aha.
Okay. Das ist leicht. Gar nicht. Wir überwachen deine Aktivitäten von der Vigilance aus und versuchen, in deiner Nähe zu bleiben. Wenn du das Gefühl hast, dass du genügend Beweise gesammelt und deinen Auftrag erfüllt hast, kommst du zum Debriefing her. Davon ab bist du komplett auf dich gestellt. Mhm. Wegtreten. Dann treten wir mal weg. Wo ist er hin? Ah. Also, da haben die jetzt keinen anderen für gehabt. Die müssen jetzt mich dahin schicken, weil ich weiß, vorher haben die hier nur gelebt. So. Ja, genau. Okay. Hallo. Wir haben nicht viel Zeit, also hör gut zu. Ja. Während du undercover arbeitest, musst du so viele Beweise wie nur möglich sammeln. Na ja. Mhm. Wenn du irgendwelche Unterlagen findest, die verdächtig oder belastend wirken, bringst du sie mir. Verstanden? Hallöchen. Basti MG. Hist. Oder heißt der Hist? Nee. Hast hey, hey, Beschiebetür? Die Beschiebetür mit einem Zuschauer-Gerät. Ja, danke schön auf jeden Fall, ne? Vielen Dank, hallo. Nice. Grüße. Danke. Ja, ich kapiert so. Ich will es hoffen. Bin Commander Ikandes gesamte Operation hängt von dir ab. Ich will Datenslates, Computer-Downloads, handschriftliche Notizen. Scheiße, ich nehme alles, solange wir die Schweine damit drankriegen. Okay. Ach so, er ist Basti MG. Eigentlich ist das ein Hat und nicht HST. Hab ich doch gesagt? Ja. Gerade. Ja. Hä? Ja? Crank. Das Schreibt heißt ja, Basti MG ist uns mit einem Zuschauer geredet. Ja. Macht ja gar keinen Sinn. Ich wurde Nerv getroffen. Liegt nicht an dir, sondern an der Fleet. Das kleine Scharmützel, das du auf Vectera mit ihnen hattest, war nichts. Diese Piraten hinterlassen eine Schneise aus Tod und Zerstörung. Mhm. Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe, würdest du mich verstehen. Okay. Mehr verlangen wir nicht. Ach, bevor du gehst, eine Sache noch. Mhm, die wäre? Commander Ikande hat eine Auszahlung von Credits für jedes Beweisstück genehmigt, das du uns bringst. Als Aufwandsentschädigung. Sehr gut. Credits. Jetzt sprichst du meine Sprache. Es war Commander Ikandes Idee. Er hat befürchtet, dass es dir vielleicht nicht reicht, einfach das Richtige zu tun. Ja. Also gut. Ja, ich auch nicht. Wir machen das auch nur. Weil ich könnte mich auch in die Bude meiner Eltern chillen und mein geiles und Leben machen. Wir geben dir eine kleine Probe, damit du die Ware anpreisen kannst. Ja. Dein Schiff hat die Startfreigabe erhalten. Flieg nach Cydonia. Ja, danke schön, dir auch, ne? Kontakt auf mit Sasha Bowden. Mit etwas Glück schickt sie dich zur Crimson Fleet. Das war alles. Du darfst wegtreten. Ich trete weg, wann Wenn ich das will. Wenn noch was ist, sag Bescheid. Ich kann auch eine Weile hier stehen bleiben. Howdy, ab nach... Oh, mach das lieber nicht, Alter. Ab nach Cydonia. Hey. Hey. Was denn? Lass uns doch hier durchlaufen. So. Dann sind wir wieder auf dem Schiff. Du liest ein Buch. Was steht denn da drin? Ich kann es gar nicht glauben, dass ich dieselbe Luft lesen. Wie du atmest. Ich darf mir kein Molekül entgehen lassen. Der ist schon echt merkwürdig. Abdocken. Jetzt steht's da, weißt du? Ja. Abgedockt. Jetzt steht es so komplett da. Ja. Aber vorher nicht. Naja. Wenn die Anzeige mal vorher kommen würde. Und zwar nicht erst auswählen muss. Dumm gemacht, dass man das dann irgendwo so hat. Ja. Das ist schon richtig gut. Naja, egal. So, jetzt wieder auf dem Mars nach Cydonia oder was? In dem Fall schon, ne? Ja. Aber irgendwie ist die Quest ja nicht aktiv, oder? Die Quest, ja. Ist die Quest nicht aktiv? Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Mensch, die gute alte Quest. Das muss man beweisen. Undercover ist bei Undercover, weil die Mission war ja eigentlich. Undercover. Okay. Naja.
Komm mal nach Cydonia. Landen. Mining Colony of Cydonia. Das ist ja ein ganz anderer Landeplatz als beim letzten Mal. Ja, wir sind auch auf dem Marsdock gelandet vor. Ah. Aber hier sind wir auch reingegangen. Ja, das stimmt. So. Sei bei den Minen vorsichtig. Oh. Aktive Schächte betrittst du auch. 7 aus, without incident. Ups. Beim letzten Mal waren es noch 97. 96, sowas. Hoppala.